Ja, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu dieser letzten Diskussion dieser Tagung hier. Wir wollen heute darüber sprechen, ob wir uns vom BIP verabschieden müssen. BIP AD auf dem Weg zum neuen nationalen Wohlstandindex heißt die Diskussion. Und ich darf Ihnen zunächst meine Podiumsgäste vorstellen. Mir zur Rechten sitzt Kerstin André. Sie ist seit 2002 für die Grünen im Bundestag, dort Sprecherin für Wirtschaftspolitik. Und was sie besonders interessant als Gesprächspartnerin heute für uns macht, sie ist auch Mitglied in der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Neben Frau André sitzt Herr Dr. Roland Zieschank. Er kommt von der Freien Universität in Berlin, beschäftigt sich dort viel mit Fragen der Umweltpolitik. Und ist auch in einem Forschungsprojekt, das da heißt Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, Vorschlag für einen nationalen Wohlfahrtindex. Schön, dass Sie dabei sind. Zur Linken sitzt Herr Wolfgang Scheremet aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Er ist promovierter Volkswirt und leitet das Referat für internationale und europäische Wirtschafts- und Währungsfragen im Ministerium. Schön, dass Sie da sind. Und last but not least, hier links neben mir sitzt Herr Brakmann. Er kann uns in Fragen der Statistik weiterhelfen, denn er kommt vom Statistischen Bundesamt. Also wir hoffen, dass er uns da weiterhelfen kann, und ich bin ganz zuversichtlich. Vielen Dank, dass auch Sie dabei sind. Vielleicht oder noch ein kurzes Wort zu mir. Mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Redakteurin beim Deutschlandfunk und werde die Diskussion hier heute leiten. Ganz kurze organisatorische Frage. Wir werden, denke ich mal, 45 Minuten hier auf dem Podium sprechen mit unseren vier Diskutanten. Und dann besteht auch für Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also wenn Fragen aufkommen, merken, und dann am Ende haben wir sicher noch die Gelegenheit, die zu beantworten. Wir werden dann aber pünktlich um 1 Uhr Schluss machen, sodass Sie alle Züge oder was auch immer erreichen, die Sie dann erreichen wollen. Zunächst einmal würde ich mit einer Einstiegsrunde loslegen und Herr Scheremet, an Sie die Frage: Wir haben viele verschiedene Indikatoren. Wir haben die Inflationsrate, wir haben die Arbeitslosenquote, wir haben den DAX, über den wir sehr viel sprechen in den vergangenen Wochen. Wofür brauchen wir das BIP eigentlich? Ja, das Bruttoinlandsprodukt, das BIP, ist ja nichts anderes als die Summe der in einem Jahr zustande gekommenen marktbasierten Einkommen. Das heißt, es ist ein Indikator dafür, was in einer Volkswirtschaft in einem Jahr insgesamt produziert ist, worden ist und welche Einkommen bezogen sind. Aber das Bruttoinlandsprodukt ist ja nur ein Teil eines gesamten Systems. Das ist Teil der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und steht am Ende. Das sind viele Teilindizes. Da gibt es den privaten Verbrauch, da gibt es den Staatsverbrauch, da gibt es die Beschäftigung, da gibt es Einkommen. Und alle diese Indikatoren brauchen wir für wirtschaftspolitische Entscheidungen. Wir brauchen beispielsweise das BIP dafür, um abzuschätzen, wie der Staatshaushalt aussieht. Wir müssen Einnahmen schätzen, Erwartungen, wir müssen planen. Wir brauchen zum Beispiel das BIP für die Steuereinnahmen. Wir brauchen Beschäftigungsentwicklung für die Planung bei der Arbeitslosenversicherung. Wir müssen gucken, ex post, ist irgendwas schiefgelaufen in der Wirtschaft? Gibt es irgendwelche Fehlentwicklungen? Müssen wir gegensteuern? Alle dafür brauchen wir Indikatoren. Und ein zusammengefasster Indikator, in dem dann alles zusammenläuft, ist das Bruttoinlandsprodukt. Also Bruttoinlandsprodukt ist ein zentraler Indikator für die Wirtschaftspolitik, um eine Diagnose zu stellen und um für die Zukunft planen zu können. Herr Brakmann, nun ist das BIP in der letzten Zeit etwas ins Gerede gekommen. Man kann es positiv formulieren. Es gibt viele gesellschaftliche Gruppen, die sich Gedanken darüber machen, nicht nur in Deutschland, darüber, wie man das BIP ersetzen kann. Warum hat sich das BIP bis heute so hartnäckig gehalten als wirtschaftlicher oder volkswirtschaftlicher Indikator? Ja, ich glaube, als Einstieg ist da vielleicht ein Zitat von Bertolt Brecht ganz spannend. Nämlich, der hat mal gesagt, nur im Wohlstand lebt sich's angenehm, 20er Jahre. Aber es zeigt so ein bisschen, deswegen, dass das BIP sich so hartnäckig hält. Das BIP misst ja die Waren und Dienstleistungen, die wir produzieren. Wenn man sich vorstellt, dass das BIP in den 50er Jahren entstanden ist, da gab es Knappheit.
Da wurden nicht alle Leute satt. Und ich weiß selber von zu Hause noch, wenn die Mutter mit den Bananen nach Hause kam, waren die Bananen sozusagen vom Fahrrad bis in die Küche aufgegessen. Und deswegen hat es sich so gehalten, es hat ein Lebensgefühl ausgedrückt. Es gab einfach für die breite Masse Wohlstand. Es ist jetzt natürlich ins Gerede gekommen und die Frage ist natürlich, dieser Wohlstand, wie viel braucht man davon? Und es hat ja auch nicht verhindern können, dass es eine Finanz- und Wirtschaftskrise gegeben hat. Das ist der zweite Grund, weswegen es, glaube ich, ins Gerede gekommen ist. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, was sozusagen die Wirtschaftskrise auch mit der Diskussion um das BIP zu tun hat und wie das vielleicht auch beeinflussen können. Aber zunächst an Sie, Frau André, die Frage auch nochmal. Es gibt ja sehr viele Indikatoren, die da im Gespräch sind. Wie gesagt, weltweit machen sich Menschen darüber Gedanken. Es gibt den Happy Planet Index, den Better Life Index, den Wohlfühl-Index und so weiter und so fort. Die Frage ist, welchen Index auch immer man zu Rate zieht, ist es eigentlich eine Aufgabe des Staates? Kann es die Aufgabe von Politik sein, tatsächlich dafür zu sorgen, dass Menschen glücklich sind oder zufrieden sind? Oder ist das vielmehr auch eine Aufgabe, oder wie weit kann der Staat dort das beeinflussen, die Bedingungen dafür? Also es ist natürlich die Aufgabe des Staates, auch für das Wohlbefinden der Menschen zu sorgen. Und ob jetzt Wohlbefinden, ob jetzt jeder Glück gleich beurteilt. Ich glaube, die Menschen definieren ihr persönliches Glück immer sehr unterschiedlich. Aber das Wohlbefinden oder vielleicht umfassender das Wohlergehen der Menschen, das ist nun durchaus Aufgabe des Staates. Und ich glaube, man kann, also wenn ich auch die beiden Vorredner angehört habe, man kann es vielleicht so sagen, dass dieses Wohlstandsversprechen, Wachstum gleich Wohlstand, dass dieses nicht mehr funktioniert. Wir haben zwar Wachstum, aber wir haben im Bereich der Arbeitslosigkeit oder des Niedriglohnsektors oder der Einkommensverteilung gravierende Verschiebungen, die nicht mehr wohlstandsbegründend sind. Wir haben ökologische Krisen, die den Wohlstand und auch Wohlstandschancen in der Zukunft schwer in Frage stellen. Das heißt, wenn die Politik Handlungsableitungen aus den Indizes oder aus dem Indikator haben will, um gute Politik zu machen, dann braucht sie mehr, also zumindest mal mehr als das BIP. Ob das BIP ersetzt werden soll, da finde ich, kann man trefflich drüber streiten, aber es braucht andere und mehr Indizes, damit politische Ableitungen und politische Handlungsempfehlungen dann auch funktionieren, weil Wohlstand ist das, was die Menschen wollen. Sie wollen ja nicht unbedingt Wachstum. Wachstum ist ja nur ein Mittel. Was sie brauchen und was sie wollen, ist Wohlstand, Lebensqualität und das sind die Dinge, über die wir heute diskutieren. Herr Zieschank, Sie beschäftigen sich insbesondere mit Fragen der Umweltpolitik auch. Aus Ihrer Sicht, was würden Sie sagen, ist das BIP verzichtbar als Indikator? Also ich denke, dass das BIP quasi nicht verzichtbar ist, weil es eben doch für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung eben eine ganz wichtige Kenngröße ist. Ich glaube, die Diskussion wird dadurch spannend, dass man sagt oder sich fragt, kann das Bruttoinlandsprodukt beispielsweise im Rahmen der bundesdeutschen Nachhaltigkeitsstrategie ein zentraler Indikator sein, so wie es bisher der Fall ist. Und da beginnen die Zweifel, nicht im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Und vor diesem Hintergrund, und die Diskussion ist eigentlich auch schon intensiv geführt worden, über 10, 15 Jahre, bevor es in Deutschland auch zu Alternativen jetzt gekommen ist. Die Frage stellt sich, ob es im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie das BIP und damit auch das Wachstum, was sich dahinter quasi verbirgt und was damit gemessen werden soll, die zentrale Kenngröße sein muss für eine nachhaltige Entwicklung. Ich würde gerne einfach auch nochmal in die Geschichte gucken. Also das BIP als solcher als Indikator gibt es seit den 30er Jahren, ist in Amerika erfunden worden. Seit den 50er, 60er Jahren wird es in Deutschland berechnet als politische Orientierung. Können Sie das erklären? Warum ist das BIP als ein solcher Indikator so erfolgreich geworden, und zwar weltweit? Ja, gut, vielleicht sollte man, wenn man in die Historie geht, nochmal daran anknüpfen, dass es ja 1929 eine sehr große Weltwirtschaftskrise mit gravierenden Folgen, nicht zuletzt in Deutschland auch mit gravierenden politischen Folgen, gegeben hat, weil man einfach Informationen nicht hatte. Es fehlten Daten, um damals die volkswirtschaftliche Lage richtig einschätzen zu können. Das hat damals den Herrn Cousnet unter anderem und den Herrn Stone in Großbritannien dazu bewogen, so in den 30er, 40er Jahren sowas zu entwickeln, ein System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen.
Und erstmals gab es dann eine Methodik dazu, wie man es machen soll, also das Handwerkszeug sozusagen, die Definition, 1952. Bei uns in Deutschland ist es 1953 ungefähr das erste Mal benutzt worden, ob es veröffentlicht wurde, das war damals ja noch Kriegsrecht, weiß ich nicht so genau, ist es benutzt worden, einfach damals um die, in den Erfolg der Marshallplanmittel, die die USA dann Deutschland und Europa zur Verfügung gestellt hat, zu überprüfen. Das war eigentlich der ursprüngliche Grund und es gab es auch nur ein Jahres-BIP. Es gab zunächst kein Quartals-BIP, wie wir es jetzt gewohnt sind. Das gibt es ja seit 1968. Der Grund, weswegen es dann, glaube ich, so stark in die Öffentlichkeit, so stark wahrgenommen wurde, ist, es war für die Menschen, sie haben gesehen, es geht ihnen besser und es gibt da einen Indikator, der geht rauf. Und das hat sich einfach parallel entwickelt, dieses Lebensgefühl und der statistische Indikator. Der hat bestätigt, ja, wir sind gut dabei. Und man darf ja auch nicht vergessen, Herr Scheremet hat es gesagt, das BIP misst die Produktion von Waren und Dienstleistungen überwiegend über den Markt. Produktion heißt natürlich auch, da arbeiten Leute. Also man konnte am BIP schon feststellen, ah ja, jetzt geht's rauf, also es gibt wieder Arbeitsplätze, es gibt mehr Einkommen. Das waren, glaube ich, so die wichtigen Gründe. Es geht rauf, es geht voran, das ist ja eine zutiefst menschliche Motivation auch. Vielleicht an Sie die Frage, Herr Scheremet, inwieweit ist Wirtschaft tatsächlich darauf angewiesen, dass es besser wird, dass es bergauf geht, dass die Wirtschaft wächst? Also inwieweit ist dieser Indikator tatsächlich auch für die Wirtschaft ausschlaggebend, also eine richtige Größe? Naja, hängt davon ab, was die Präferenzen der Menschen sind. Wenn ich zum Beispiel mich entscheide, mehr Freizeit zu haben, meine Arbeitszeit verkürze und weniger arbeite, dann verdiene ich weniger Geld, habe weniger Geld zum Ausgeben. Das dämpft das BIP-Wachstum. Aber ich fühle mich trotzdem wohl dabei, weil es ja meine Entscheidung war. Wenn ich also freiwillig auf Einkommen verzichte, dann ist das per se senkt das Bruttoinlandsprodukt, ich fühle mich aber trotzdem gut dabei. Deswegen ist meine Wohlfahrt, mein Wohlstand, mein Wohlgefühl gewachsen, obwohl ich weniger Einkommen habe. Problem wird es dann, wenn wir unfreiwillige Verzicht wenn wir unfreiwilligen Freizeitausbau haben, sprich Arbeitslosigkeit. Solange wir ein Wirtschaftssystem haben, das darauf aufbaut, dass Leute selbstständig entscheiden können, ob sie mehr Einkommen haben wollen oder mehr Freizeit. Und wenn sie mehr Einkommen haben wollen, dass sie sich anstrengen, dass sie kreativ sind, dass sie innovativ sind, zum Beispiel, dass man sagt, ich will mehr Geld haben und bin bereit, mehr zu arbeiten oder ich finde eine neue Maschine, die ein Produkt günstiger darstellt, dann ist das verbunden mit Produktivitätswachstum. Also Kreativität, Innovation führt immer zu Produktivitätswachstum. Und wenn wir dann kein Wirtschaftswachstum haben, dann ist das fast zwangsläufig verbunden mit dem Umstand, dass Leute arbeitslos werden. Das heißt, wenn die Leute kreativer werden, man weniger Leute braucht, um ein Produkt herzustellen, und man nicht mehr Produkte insgesamt produziert, sind weniger Leute beschäftigt, wir haben Arbeitslosigkeit. Das ist das Problem. Unfreiwillige Arbeitslosigkeit, das ist aber ein Unterschied zwischen freiwillig mehr Freizeit. Deswegen brauchen wir in dem Sinne Wirtschaftswachstum. Aber die Frage ist, was kann das BIP da beitragen? Vielleicht darf ich da mal kurz einhaken an der Stelle. Herr Sieschank, würden Sie das bestätigen, dass sozusagen mangelndes Wachstum zwangsläufig dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit hochgeht, oder könnte man das auch umleiten? Na, ich denke, wir kommen nachher vielleicht nochmal drauf. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist eben, dass man bei Produktivitätssteigerungen eben mehr Umsatz, mehr Produkte in derselben Zeit generiert und die Fabrik eben dann wächst oder das Unternehmen wächst. Das zweite eben, dass es in der Tat dann eben umgelenkt wird eben in mehr Freizeit, beziehungsweise eben verfügbare Zeit jetzt. Freiwillig oder unfreiwillig, oder das ist die Entscheidung. Nein, es gibt ja auch durchaus Ansätze, wo es in Firmen eine freie Entschlusslage dazu gibt, weil eben die Arbeit entsprechend umverteilt wird. Und es gibt auch entsprechende politische Ansätze jetzt, da kommen wir nachher noch drauf, dann in alternativen Vorstellungen, in alternativen Konzepten, wo man sagt, wir wollen eben letztendlich die Produktivitätsfortschritte in verfügbare Zeit
freie Zeit eben auch nutzen. Das ist eine der Möglichkeiten. Das ist aber alles freiwillig. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Die individuelle Frage ist ja die eine. Also inwieweit bin ich glücklich, wenn ich freie Zeit habe oder nicht? Das ist ja mein individuelles Wohlbefinden im Grunde. Die Frage wäre aber trotzdem noch einmal, inwieweit ist es gesamtwirtschaftlich wichtig, dass unsere Wirtschaft maßgeblich, und dafür steht das BIP ja im Grunde als ein wichtiger Indikator für unsere Wirtschaft, doch maßgeblich an dem Wachstum ausgerichtet ist. Das ist die Frage, also kann das als Motivation auch für die Zukunft ausschlaggebend sein? Oder also wie kann Wirtschaft praktisch möglicherweise auch mit anderen Motivationen leben oder sich weiterentwickeln? Das ist eine Frage der Präferenzen. Es hängt davon ab, wie die Leute sich entscheiden wollen bezüglich Freizeit und Arbeit. Es ist immer weniger eine Entscheidung zwischen mehr Konsum und Investition in Umwelt. Das wird immer weniger, da haben wir immer weniger Entscheidungsmöglichkeiten, weil Umwelt immer knapper wird. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, mehr in Umwelt zu investieren, weil es ein knapperes Gut gibt. Das war in den 50er Jahren anders, da war Umwelt noch mehr, stand mehr zur Verfügung als heute. Heute ist das anders. Aber die Frage geht im Wesentlichen schon darum, was sind die Präferenzen der Menschen. Wenn ich mit weniger Konsum mich zufrieden gebe, dann brauche ich nicht so viel Wachstum, weil es dann eine Konsumfreizeitentscheidung ist, freiwillig. Ich unterscheide da strikt zwischen unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und freiwilliger Arbeitszeitverkürzung. Dann brauche ich nicht mehr Wachstum. Wenn ich eine schrumpfende Bevölkerung habe, brauche ich auch nicht mehr Wachstum. Also Wachstum ist jetzt nicht unbedingt das Mittel, das wir, also die Aussage, wir brauchen mehr Wachstum, steht nicht für sich alleine, sondern die Aussage, wir brauchen mehr Wachstum, geht darum, dass wir bei Produktivitätsfortschritten, was wir in einer Marktwirtschaft in der Regel haben, weil die Leute kreativ sind und einige möglicherweise einfach mehr konsumieren wollen oder besser sein wollen als andere, dann müssen wir Wachstum zulassen. Wir brauchen nicht unbedingt Wachstum, aber wir müssen Wachstum zulassen, dass wir keine Arbeitslosigkeit haben. Frau André, Sie wollten darauf entgegnen. Ja, ich glaube, man muss es noch einmal drüber setzen. Also natürlich ist unsere Wirtschaft, unsere sozialen Sicherungssysteme und unsere Steuereinnahmen sind wachstumsabhängig. Das ist ganz einfach, ja. Und wenn wir die sozialen Sicherungssysteme, so wie sie sind, übrigens aus meiner Sicht inklusive des demografischen Wandels, weil der demografische Wandel gerade im Gesundheitsbereich nochmal eine Veränderung der Ausgabenstruktur nach sich ziehen wird, dann sind wir wachstumsabhängig. Ja, wir brauchen Wachstum, um die Steuereinnahmen zu generieren und um die sozialen Sicherungssysteme zu finanzieren. Und ich finde, die Debatte muss eher um die Frage gehen, wie können wir unsere Wirtschaft umbauen? Das ist für mich die entscheidende Frage. Wenn ich ein scharfes Gebäudesanierungsprogramm mache, aber ein richtig gutes, ja, wo ich an den Altbau gehe und wo ich mal richtig ranlange, ja, dann heißt das natürlich Wachstumsschübe von, sagen wir mal, 1-2%, ja, weil da gehen Handwerker arbeiten, da wird Material verbraucht, da werden die Gebäude gedämmt etc. etc. Die Frage ist nur, ob wir uns diesen überbordenden, sagen wir mal, ausufernden Konsum, die ökologischen Folgen, die nicht berücksichtigt sind, soziale Fragen, die nicht berücksichtigt sind, ob wir das nicht mit dazu nehmen sollen, das ist ja auch das Thema jetzt der Podiumsdiskussion, was nehmen wir noch dazu, neben der ganz klassischen Wachstumsmessung, um besseres politisches Handeln abzuleiten. Und da geht es natürlich zum Beispiel um soziale Sicherungssysteme. Ja, wie kann ich die stabilisieren? Wie kann ich Einkommensverteilungen zwischen den Menschen in eine stabile, sagen wir jetzt mal ganz vorsichtig, in eine stabilere Balance bringen? Ja? Die Schere zwischen Arm und Reich, wie kann ich da ansetzen? Also insofern ist meine Debatte nicht so sehr die Frage, brauchen wir noch Wachstum, sondern sie wird vielmehr in die Frage gehen, welches Wachstum brauchen wir, wie können wir die Wirtschaft umbauen und wie können wir soziale Fragen abmildern oder zumindest im Ansatz lösen. Herr Zieschank, es gibt ja diese berühmten Beispiele für das BIP, die auch in gewisser Weise, wo man fragen kann, wie konstruktiv ist das BIP? Also es gibt diese Beispiele, dass wenn ein Öltanker Leck schlägt oder ein Hurrikan über Amerika wütet,
dass im Grunde das BIP steigt, weil natürlich das Geld aufgewendet werden muss und die Produktivität steigt, um diese Umweltschäden zu beseitigen. Die Frage ist, wie aus Ihrer Sicht, wie lange kann sich ein solches Indikator noch halten, der im Grunde solche ja, zerstörerischen Elemente auch belohnt, wenn man das jetzt mal zugespitzt sagt? Ja, ich denke, der entscheidende Punkt ist der, man hat eine umsatzorientierte Kenngröße und die hat weiterhin für die Volkswirtschaftler, für das Wirtschaftsministerium wahrscheinlich im Wert. Die Kritik am Bruttoinlandsprodukt, um es jetzt mal wirklich ein bisschen schärfer vielleicht auch zu formulieren, geht eigentlich dahin, dass wir sagen, es gibt eine Naturvergessenheit eben in der Berechnung des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, es ist so, dass der Abbau von Ressourcen beispielsweise oder nehmen wir mal auch Waldschäden hier bei uns in Deutschland, also die Begleiterscheinungen des Wirtschaftswachstums und des Wirtschaftens eigentlich nicht einfließen in die BIP-Berechnung. Also der Ressourcenverbrauch fließt nicht ein. Es ist auch so, dass beispielsweise ja, die Leistungsfähigkeit von Ökosystemen, die ja im Agrarsektor ja auch etwas beitragen zur Umwelt, beziehungsweise eben zur ökonomischen Entwicklung, das fließt auch nicht ein. Und wir haben eine ganze Reihe natürlich, und das ist bekannt, an Umweltbelastungen, die entweder nicht berücksichtigt werden, nehmen Sie den Waldschadensbericht in Deutschland, das ist ein offizieller Bericht der Bundesregierung, aber er schlägt sich nicht finanziell nieder, wenn man so möchte, aufgrund der Emissionen, die eben auch zu einer Schädigung eben der Wälder geführt haben, jetzt im Bruttoinlandsprodukt. Und wir haben das Zweite, neben dieser Naturvergessenheit, eine soziale Gleichgültigkeit. Also im Bruttoinlandsprodukt erscheint nicht eine Art von Einkommensverteilung, sondern wir haben insgesamt die Einkommenszuwächse, ob sie nun über quasi Unternehmenseinkommen oder Kapitaleinkommen zustande gekommen sind, wie in Deutschland die letzten 10 Jahre, da gab es durchschnittlich Steigerungen von 400%, während Realeinkommen ungefähr plus minus bei null geblieben sind. Und wir haben auch noch das Problem einer falschen Bilanzierung im BIP, nämlich dann, wie das ganz früh schon auch mal formuliert worden ist, auch im Forschungszentrum für Umweltpolitik, das Industriesystem profitiert von seinen eigenen Missständen. Das heißt, in dem Moment, wo eben dieses Tankerunglück, was Sie angesprochen haben, oder wie damals bei Sandoz, oder wenn Sie eben Reparaturmaßnahmen eben haben, wie es auch in neuen Bundesländern lange der Fall war, das alles führt zu einer Steigerung letztendlich des Bruttoinlandsproduktes und in dieser früheren Analogie, wie sie Herr Bratmann auch dargestellt hat, zu einem gefühlten Wohlstandssteigerung. Das ist aber mithin nicht der Fall, sondern Sie haben nur eine Reparatur, ich übertreibe mal, von Altlasten beispielsweise oder Wiederaufforstungsmaßnahmen oder Schallschutz gegenüber eben dem Ausbau von verschiedenen Flughäfen. Und das ist noch keine Wohlfahrtssteigerung, aber im BIP sieht es so aus. Und wir haben, und das muss auch jetzt neu als Problem dazukommen, wir haben eine Überschuldung und die Diskussion in Cannes, wie wir sie aktuell haben, aber auch zwischen Europa, Asien und USA geht dahin, dass die amerikanische Regierung sehr stark darauf drängt, Konjunkturmaßnahmen nochmal neu aufzulegen. Und das sieht man, dass es manchmal was hilft, manchmal hilft es nichts, wie in Japan, die lange Zeit gigantische Konjunkturprogramme aufgelegt haben. Und praktisch die Staatsverschuldung weiter zunimmt, im Endergebnis aber sich die Frage stellt, haben wir dadurch eine Wohlfahrtsentwicklung gehabt? In den USA ist es inzwischen so, das vielleicht noch als letzten Punkt, dass der Wert der Häuser, die dort im privaten Bereich noch zur Verfügung sind, genau dem Wert entspricht, wie hoch die Verschuldung ist. Das heißt, wir haben 13 Billionen Dollar in den USA, die praktisch auch durch solche Bankenmaßnahmen und durch das billige Geld quasi investiert worden sind in Häuser, die aber letztendlich mit Krediten belegt sind. Und das Ganze schlägt sich eben nieder, wiederum im Bruttoinlandsprodukt. Aber das Fazit, das wir daraus ziehen können, ist, dass wir einen illusionären Wohlstand haben. Und der wiederum wird nach unseren Erkenntnissen in mehreren Ländern seit 10 Jahren praktisch eben generiert, wo wir in Realität, wenn man genau hinschaut, was stecken für ökonomische Prozesse dahinter und was für Umweltprozesse, haben wir keine Wohlfahrtssteigerung. Es sieht nur so aus. Herr Scheramet, ist unser Wohlstand illusionär? Zum Teil ja, klar. Das Bruttoinlandsprodukt hat aber nicht die Aufgabe, Wohlstand zu messen. Es misst kein Vermögen, keine Vermögensbestände, sondern jährliche Ströme an Einkommen, an Produktion. Und das muss man wissen. Und deswegen darf man auch das Bruttoinlandsprodukt nicht als Wohlstandsindikator ansehen. Das kann es nicht. Es misst keine Freizeit, es misst kein Vermögen, es misst keine Verteilung, es misst keine nicht marktbasierten Tätigkeiten wie die Tätigkeit zu Hause. Das kann es nicht. Das muss man wissen. Das ist eingeschränkt, es ist ein eingeschränkter Indikator,
der wichtig ist für die Planung, für die Diagnose einer Wirtschaft. Es ist ein wichtiges Mittel für die Wirtschaftspolitik, aber es ist nicht der alleinig selig machende Indikator. Das ist er sicherlich nicht, aber trotzdem ist er für Deutschland, also jedenfalls in der Wahrnehmung, auch in der Wirtschaftspolitik, ein sehr zentraler, neben der Arbeitslosenquote sicherlich einer der zentralsten Faktoren, auf die wir achten. Aber da komme ich dann vielleicht nochmal auf die Frage, vielleicht auch an Sie, Herr Brackmann, warum ist das so? Warum konnte sich das BIP im Grunde, also dieses BIP-Dogma, so hartnäckig halten bis heute? War das eine Bequemlichkeit im Denken, dass man dann nicht gesagt hat, wir stellen dem BIP vielleicht noch einen anderen Indikator zur Seite? Naja, ich denke, zunächst einmal braucht man ja einen alternativen Indikator, man muss ihn haben. Und es gab eigentlich keinen alternativen Indikator, der überzeugt hat. Es gab natürlich schon in den 70er Jahren ein paar Ansätze. Es gab auch die große Warnung vom Herrn Cousnet in den 50er Jahren schon, der gesagt hat, um Gottes Willen, das BIP ist kein Wohlstandsindikator. Aber es wurde trotzdem so wahrgenommen, weil es der Politik geholfen hat. Es war wichtig, es war nützlich für die Politik. Es hat den Menschen geholfen. Jetzt sozusagen, das war die Vergangenheit. Man kann ja auch mal in die Zukunft blicken. Zukunft betrachtet würde ich sagen, Wirtschaftswachstum besteht ja aus ein Mehr an Gütern, haben wir vorhin festgestellt. Das war natürlich etwas geschlampert. Es besteht aus einem Mehr an Waren und Dienstleistungen oder es besteht aus einer besseren Qualität von Waren und Dienstleistungen. Beides kann zu Wirtschaftswachstum führen. Und jetzt wäre meine Frage, muss man die Produktivität, die durch den Erfindungsreichtum unserer Wissenschaftler, unserer Menschen in den Labors entsteht, muss man oder könnte man die nicht umlenken? Einfach, dass man sagt, wir brauchen vielleicht jetzt nicht mehr so viel Arbeitsproduktivität, sondern wir brauchen eine höhere Ressourcenproduktivität, eine höhere Energieproduktivität. Das ist ja auch eine der Fragen, mit der sich die Enquete-Kommission beschäftigt. Herr Ramez, Sie wollten noch was hinzufügen zu diesem Punkt? Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht kontrovers, wenn man darüber debattiert, dass man zusätzliche Indikatoren, zusätzliche Informationen braucht. Der Verbrauch an Umwelt fließt nicht in das BIP ein. Je knapper Umwelt aber wird, umso mehr ist es wichtig, dass man auch anzeigt, dass der Verbrauch von Umwelt nicht kostenlos ist. Dass wir, wenn wir die Umwelt erhalten wollen, dass wir da Geld aufwenden müssen. Das fließt dann positiv ins BIP ein unter Umständen, hat aber negativen Effekt. Ja, das ist genau das Gleiche, wie wenn wir eine Maschine erhalten, ein Gebäude erhalten. Wenn wir nicht in die Gebäude investieren, dann können wir in 20 Jahren nicht mehr drin wohnen, weil sie zerfallen sind. Wenn Umwelt knapp wird, nicht in die Umwelt investieren, indem wir nämlich über effizienten Ressourcenverbrauch uns Gedanken machen, dann verbrauchen wir Umwelt und irgendwann mal sind wir tot, weil wir nicht mehr hier leben können. Deswegen ist diese Debatte auch so wichtig, dass man diesen Umweltaspekt, knappes Gut, wir leben sozusagen über unsere Verhältnisse. Wir verbrauchen Umwelt, ohne sie kostenmäßig zu berücksichtigen. Und das ist wichtig, dass das da einfließt. Das hat aber nichts mit dem BIP zu tun. Das BIP ist nicht ein Mittel dafür, oder die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung kann das nicht messen. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, solche alternativen Ansätze zu entwickeln. Mhm. Frau André, vielleicht die Frage an Sie. Sie haben es jetzt gerade schon ausgeführt, unsere Herausforderungen an die Gesellschaft ändern sich. Das heißt, in umweltpolitischen Fragen ändern sich die Herausforderungen an uns, die sozialen Sicherungssysteme. Könnte ein alternativer Indikator vielleicht helfen, das Bewusstsein der Gesellschaft und damit auch die Veränderungsbereitschaft zu unterstützen? Auf alle Fälle. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir, ob es jetzt ein alternativer Indikator ist oder ob es mehrere Indikatoren sind, da müssen wir nachher nochmal eine Schleife drehen, weil das ist schon ziemlich wichtig, ja, ob ich sage, ich verändere das BIP als Indikator und berücksichtige ökologische und soziale Kriterien oder ich stelle daneben gleichberechtigt 2, 3, 4, keine Ahnung, weitere Indikatoren, aber das nochmal zurückgestellt. Aber natürlich ist es wichtig für politisches Handeln, für wirtschaftliches Denken und für gesellschaftliche Akzeptanz, dass ich jenseits dieser reinen Waren und Dienstleistungen werden mehr oder werden qualitativ besser, also besser wertmäßig bewertet, dass ich da was dagegen setze.
Aber ich möchte mal es deutlicher machen, warum das so wichtig ist. Wir hatten noch unter Wirtschaftsminister Brüderle nach den Konjunkturpaketen, also in der Wirtschaftskrise, dann wurden Konjunkturpakete aufgelegt in Milliardenhöhe, die im Übrigen überhaupt nicht grün waren. Da gab es Abwrackprämien und Ähnliches. Also da hatte ganz wenig einen Steuerungsmechanismus hin zu einer Ökologisierung der Wirtschaft. Und dann hat es natürlich einmal richtig gebrummt. Ja, ist ja logisch, wenn ich viel Geld reinpumpe, dann passiert natürlich auch irgendwas. Und dann hat sich Brüderle hingestellt und hat gesagt, juhu, wir haben XXL-Wachstum, ich glaube, es waren damals 3,8%. Das war unglaublich teuer erkauft und es war nicht wirklich nachhaltig. Und das ist die Kritik an dem Ganzen. Wenn, also ich muss jetzt nicht über die Notwendigkeit von Konjunkturpaketen reden, das ist eine andere Debatte. Aber worüber ich reden will, ist, ob die Orientierung, dass wenn ich viel Geld ins System pumpe, ich dann mich einmal hinstellen kann, sagen, juhu, wir sind aus dem Gröbsten draußen, wir haben 3,8% Wirtschaftswachstum. Und danach erkenne, dass erstens es sich nicht stabilisiert hat oder vielleicht nicht so stabilisiert hat, wie ich wollte, dass ich nicht einen Steuerungsmechanismus hin zur Ökologisierung der Wirtschaft gemacht habe, der dringend notwendig gewesen wäre. Weil das, was Sie ansprechen mit der Frage, ist Umwelt eingepreist und wir wollen die Umwelt erhalten, das soll ich sagen, da kommt so ein bisschen auf Samtpfoten daher. Wir sind an einem anderen Punkt. Ja? Wir sind nicht mehr an dem Punkt, dass wir uns überlegen, wie können wir Umwelt einpreisen, sondern wir sind an dem Punkt, dass wir es dringend notwendig machen müssen. Ja, wir haben eine CO2-Problematik, die viel gigantischer ist, als wir es wirklich gedacht haben. Wir haben einen Ressourcenverbrauch, der ja dazu führt, dass wir, wenn alle so leben würden wie wir ungefähr 2,5 Erden bräuchten. Das geht alles so nicht mehr. Also weiter so ist nicht mehr möglich, aber wenn ich eine Politik mache, dass das Ziel und auch das gefeierte Ziel ist, zu sagen, juhu, das Bruttoinlandsprodukt ist um 3,8% gewachsen, dann werde ich den Kern der Frage nicht beantworten. Und das ist die Kritik an dem BIP. Ja, das BIP, sind zwei Kerne, aber daneben gleichberechtigt andere Indizes, die bewerten und die wirklich diese Zukunftsfragen auch aufgreifen und da dann auch Antworten geben. Nee, es sind zwei Kerne. Es ist alles unbestritten. Wir müssen den Umweltverbrauch auch bewerten und zeigen, was es kostet, dass wir zulasten, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Ganz unbestritten. Konjunkturprogramme, das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist die Frage, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit knappen Ressourcen um? Das ist die eine Frage, das ist alles unbestritten. Die andere Frage ist, was sagen wir den Leuten, die alternativ freiwillig arbeitslos geworden wären? Das ist genauso ein drängendes Problem. Und ich finde, das ist eine gerechtfertigte Frage, wenn wir keine entsprechende Wirtschaftspolitik machen, auch kurzfristig. Was machen wir mit den Leuten, die alternativ ohne diese Programme arbeitslos geworden wären? Das muss man denen erklären, dass ihr dann arbeitslos seid. Also es sind schon unterschiedliche Aspekte. Und das zeigt aber auch ein bisschen so den Konflikt, in dem wir sind. Dass man eben abwägen muss, inwieweit wir das eine Ziel gegen das andere aufwenden. Umso wichtiger ist aber das, was Frau Andrea gesagt hat, dass wir das jetzt schon bewerten, dass eben die Stabilisierung des einen möglicherweise auf Kosten des anderen geht, um dann eben auch zu sagen, wenn wir so weitermachen, was heißt das für Kosten? Aber trotzdem sind es unterschiedliche Dinge. Jetzt schon, ich glaube, dass Frau André hatte jetzt erst gemeint vermutlich, aber Herr Sieschank, Sie wollten auch was dazu sagen. Ja, vielleicht einen wichtiger Punkt schon noch. Im Moment hört sich es noch so an, jetzt von Ihnen, wie wenn praktisch so Wachstum dann eben doch immer der Schlüssel wäre, also sowohl für die sozialen Probleme, wie eben auch, so hört man es auch von der Industrieseite, wir brauchen Wirtschaftswachstum, damit wir mit den Umweltproblemen eben entsprechend umgehen können. Die Frage ist die entscheidende, insofern arbeiten wir da ja auch wirklich intensiv dran, brauchen wir immer zuerst diesen Umweg über das Wirtschaftswachstum oder gibt es nicht durchaus andere Möglichkeiten in der Form, dass wir eine andere Form des Wirtschaftens haben, die möglicherweise mit mehr Energieeinsparung, möglicherweise auch mit Ressourceneffizienz zu tun hat, die aber nicht den Umsatz erhöht und die dazu führt, dass eben möglicherweise der Umweltverbrauch im Verhältnis dazu geringer wäre. Das heißt, das eine, wenn wir eine andere Form des Wirtschaftens hätten, hätten wir vielleicht auch weniger Begleitschäden, die man dann hinterher mit dem Wirtschaftswachstum wieder bekämpfen müsste oder mit den Einnahmen aus diesem Wirtschaftswachstum. Und das zweite gilt natürlich auch für das, was Sie angesprochen haben mit den sozialen Problemen. Möglicherweise kann es sinnvoll sein, das zu entkoppeln und zu sagen, wir müssen uns über soziale Verteilung des vorhandenen Einkommens intensiver Gedanken machen, wir müssen uns mehr Gedanken machen darüber, wie man vielleicht auch Armutsprogramme
quasi über die Politik selber thematisiert, über die Sozialpolitik und nicht immer erst über den Umweg, über die Wirtschaftspolitik. Das ist nun mal eine Diskussion, die ich mal eröffnen will. Bisher heißt es immer so, wir brauchen für alle diese Problemlösungen immer zuerst eine Form des Wirtschaftswachstums. Die Gegenthese wäre die, wir brauchen ein qualitatives und anderes Wachstum, um genau diese Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Nur mal als etwas vereinfachte These. Damit befinden Sie sich in bester Gesellschaft. Der Nobelpreisträger Josef Stiglitz hat gesagt, diejenigen, die unsere Gesellschaften mit Hilfe des BIP lenken wollen, sind wie Piloten ohne einen verlässlichen Kompass. Frau André, fühlen Sie sich wie ein Pilot ohne Kompass? Ja, also ich finde dieses Bild richtig. Man kann es vielleicht auch anders sagen, weil wir vielleicht nicht alle fliegen, aber wir fahren alle Auto, ja. Wir messen im Augenblick nur Geschwindigkeit, aber wir messen nicht Drehzahl und Verbrauch. Und wenn uns das nicht gelingt, das mit zu berücksichtigen, dann werden wir zwar immer sagen, juhu, wir haben da ein hohes Tempo vorgelegt, und vielleicht sagen die einen nicht mehr juhu, sondern sagen Vorsicht, Vorsicht, aber wir messen nicht umfassend. Und deswegen würde ich dieses Bild durchaus unterstützen. Vielleicht können wir da mal einsteigen. Welche alternativen Komponente, Aspekte könnten denn dazu beitragen, ein etwas gesünderes, auf Dauer gesünderes Wachstum zu messen? Herr Stieschank, Sie sind da ganz nah dran, weil Sie sich da auch viele Gedanken drüber gemacht haben, über den NWI. Ja, vielleicht noch ein Punkt nochmal zu den Schlussfolgerungen. Ich würde nachher vielleicht schon nochmal kurz drauf kommen, was ist denn eigentlich der nationale Wohlfahrtsindex? Aber was man machen kann, ohne dass man immer angewiesen ist auf Wirtschaftswachstum, ist zum Beispiel die Frage intensiver zu diskutieren, die wir in Deutschland kaum führen. Nämlich, wir haben ungefähr 48 Milliarden Euro pro Jahr, das ist eine Berechnung des Umweltbundesamtes, die ausgegeben werden letztendlich für Subventionen, die im Endergebnis umweltschädlich sind. Ob das im Agrarsektor ist, ob das eine geringere Besteuerung des Flugbenzins, ob das die Ausnahmen sind von der Energiepreisbesteuerung von Unternehmen. Es gibt eine irre lange Liste quasi an Subventionen, die getätigt werden, natürlich um bestimmte wirtschaftliche Prozesse quasi zu erleichtern, die aber im Endergebnis eben doch massive Umweltschäden eben mitproduzieren. Und da die eben nicht bilanziert werden, tauchen sie eben auch nicht auf. Man könnte durchaus eine Wohlfahrtssteigerung in unserem Sinne eben bekommen, indem man eben diese umweltschädlichen Subventionen eben kürzt oder eben auch für andere Zwecke verwendet, die mit wesentlich weniger Begleiterscheinungen verbunden sind. Vielleicht mal fragen wir mal ganz konkret. Sie haben ja mit Ihrem Kollegen Herrn Diefenbach einen alternativen Index entwickelt, den Nationalen Wohlfahrtsindex, kurz NWI genannt. Wie hat sich dieser, also das BIP ist gestiegen, auch dieses Jahr wieder. Wie hat sich denn der NWI in der letzten Zeit entwickelt? Also es ist so, dass dieser nationale Wohlfahrtsindex ungefähr seit 1990 sich nicht in dem Maße weiterentwickelt hat, aufgrund des Stichworts, nenne ich es jetzt mal so, der defensiven Kosten, die wir da eben abgezogen haben in dieser Bilanzierung. Und aufgrund auch einer zunehmenden Einkommensungerechtigkeit oder Ungleichverteilung in Deutschland. Und insofern ist praktisch bis auf das letzte Jahr, also was wir berechnet haben, 2008, 2009, dieser Index nicht im selben Maße gestiegen, weil aus unserer Sicht die Wohlfahrt auch nicht in dem Maße gestiegen ist, wie das Bruttoinlandsprodukt oder das Bruttonationaleinkommen. Es ist aber auch so, dass jetzt bei dem starken Rückgang, den wir hatten 2009 bzw. 2010, um glaube ich 5% sogar am Bruttoinlandsprodukt, ist unser Index nicht in dem Maße gefallen, weil eben hier auch andere Kenngrößen mit eingehen, denn wir haben eben festgestellt, dass es dann auch weniger Umweltschäden gibt. Das heißt, beispielsweise die Emissionen sind in Deutschland auf das Niveau von 1970 gefallen während der Wirtschaftskrise, also vor diesem letzten Aufschwung, den Herr Brüderle gefeiert hat. Und in dem Maße sind natürlich auch die Folgeschäden nicht aufgetreten. Das heißt, der nationale Wohlfahrtsindex hat jetzt in der Krise eigentlich eine gleichbleibende Tendenz dann entwickelt. Vielleicht noch ein, zwei Worte, was den Unterschied ausmacht. Wir gehen vom privaten Verbrauch aus und rechnen dazu einige Aktivitäten, das hat der Parkmann vorher angesprochen, die wohlfahrtssteigernd sind, beispielsweise eben ehrenamtliche Arbeit, aber auch Hausarbeit. Das sind eben Aktivitäten, die nicht über den Markt generiert werden, die wir aber trotzdem für wohlfahrtssteigernd halten und die auch in der Diskussion schon seit langem sind, dass man die einbeziehen könnte. Wir ziehen aber auf der anderen Seite eine ganze Reihe an Faktoren eben ab, die wir eben unter diesen defensiven Kosten beschreiben. Das sind Umweltschäden. Das sind auch Ausgaben für die Wiederherstellung der Umwelt, die nur uns auf dasselbe Niveau bringen, wo wir schon mal vielleicht früher waren. Und es sind auch im sozialen Bereich beispielsweise Kosten des Drogen-, Tabak- und Alkoholkonsums,
die sich übrigens, und das ist auch erstaunlich, auf 56 Milliarden pro Jahr summieren. Das ist für eine Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, also die sich als Wohlfahrtsgesellschaft versteht, doch ein Phänomen. 56 Milliarden, die praktisch an Folgekosten auftreten eines bestimmten Konsums und auch eines bestimmten Lebensstils. Und das im Endergebnis ist also ganz einfach auf die Regel gebracht. Einige Beispiele, einige Aktivitäten, die Wohlfahrtsstärken sind, ziehen wir ein, andere ziehen wir ab. Und insofern ist es keine Korrektur des Bruttoinlandsproduktes, weil wir eine andere Ausgangsbasis haben, aber es ist auch ein monetärer Index, der aber aus unserer Sicht die Realität der Entwicklung, wenn man sie ökonomisch berechnen will, etwas eher widerspiegelt eben als das Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Herr Brackmann, wir haben eingangs ja schon darüber gesprochen, es gibt ganz viele verschiedene Indizes, mit denen man versucht, die Wohlfahrt einer Gesellschaft zu messen. Statistisch gesehen, kann das überhaupt funktionieren? Also kann man eine verlässliche Größe schaffen, um jetzt mal zugespitzt zu sagen, um zu sehen, wie glücklich wir sind oder wie zufrieden oder wie was auch immer? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage für uns. Ich würde das nicht ausschließen wollen, dass sowas geht. Es ist natürlich immer die Frage, welche Anforderungen man daran stellt. Man darf aber, glaube ich, einen Fehler nicht machen. Das Bruttoinlandsprodukt, so wie wir es heute berechnen, ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Es wird dreimal von Europa überprüft, wie wir es machen, ob es in Ordnung ist. Das war natürlich in den 50 Jahren nochmal ganz anders. Wenn wir jetzt eine neue Größe, welche wir auch immer nehmen würden, müssten wir erstmal Erfahrungen damit sammeln. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass es sowas geben könnte. Ob es eine Größe sein muss, das ist natürlich eine der Fragen. Ich bin eher ein Freund, der sagt, nicht alle Eier in einen Korb legen, weil häufig hilft es einem auch nicht weiter. Es ist sozusagen der Vorteil von einer Größe, ist, man hat sozusagen einen Gegensatz zum BIP oder eine Alternative zum BIP geschaffen. Das kann man gut kommunizieren, in die Öffentlichkeit bringen. Für die, die wirklich an Politikänderungen, an Änderungen der gesellschaftlichen Entwicklung interessiert sind, die brauchen natürlich die Details trotzdem. Brauchen die einzelnen Indikatoren. Die müssen wissen, warum ist jetzt dieser Indikator gestiegen? Und dann ist man doch wieder bei den Einzelindikatoren. Und deswegen würde ich vorschlagen, das BIP so zu lassen, wie es ist, denn es hat einen Aussagewert. Es hat insbesondere, wir hatten vorhin über Wachstum gesprochen, aber es hat insbesondere natürlich auch für die Konjunkturbeobachtung das Auf und Ab einen Aussagewert, der sogar international vergleichbar ist. Ich würde was daneben stellen mit zusätzlichen Informationen. Ich glaube, eine der spannendsten Fragen ist dann, was man daneben stellt. Ist das ein Einzelindikator oder ist es sowas wie das Wohlstandsquartett, Wohlstandsquintett, wie von der Denkwerk Zukunft? Oder ist es ein Indikatoren-Set, wie von der OECD vor drei Wochen vorgeschlagen oder vom deutschen und französischen Sachverständigenrat im letzten Jahr schon vorgeschlagen mit etwa gut 20 Indikatoren? Das wird eine der großen Fragen sein. Ich würde jetzt gerade gerne mal die Gunst der Stunde nutzen. Wir haben ja zwei Vertreter auf dem Podium sitzen, die tatsächlich auch aktiv in dieser Enquete-Kommission mitarbeiten. Und vielleicht können wir da ein bisschen von den Erfahrungen schon mal profitieren oder schon mal ein bisschen vorwegnehmen, was da herauskommt. Bei der Diskussion um einen alternativen Indikator ist natürlich immer wieder die Frage, welche Faktoren sollen da reinspielen. Umwelt ist, glaube ich, unstreitig fast inzwischen als Indikator ganz wichtig. Aber es kommen auch Fragen wie Bildung da rein, Arbeitsplatz in Bhutan, das ist auch immer wieder ein berühmtes Beispiel, spielt auch die Religion eine Rolle in dem nationalen Indikator. Frau André, wenn Sie das beschreiben würden, die Diskussion auch in der Enquete, wie stark kommen da auch Wertvorstellungen auch der verschiedenen Parteien zum Ausdruck, wenn man sich da versucht, darauf zu einigen, auf welcher Indikator könnte alternativ neben das BIP gestellt werden? Oh, das ist schwer zu sagen, wie weit es Wertvorstellungen sind. Ich glaube, es sind Vorstellungen von verschiedenen Wichtigkeiten, wo es vielleicht eine unterschiedliche Einschätzung gibt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Enquete, also vor allem die entsprechende Projektgruppe, wo der Herr Brackmann auch mit drin sitzt, sich auf den Weg gemacht hat, letztlich ein Indikatorenset zu empfehlen. Also ohne da jetzt schon vorwegnehmen zu wollen, weil es schlicht noch nicht entschieden ist, aber die Debatte geht sehr in die Richtung, dass man sagt, BIP
plus, sagen wir mal, 3 bis 4 Indikatoren, die dem Ganzen zur Seite gestellt werden, so, die sind schon schwierig genug zu messen. Wollte ich gerade sagen, und die 3 bis 4, wenn es 3 bis 4 tatsächlich wären, hätte das wirklich die Aussagekraft wie das BIP? Also das BIP ist ja deshalb so verlockend, weil es so eine einfache Zahl ist und die geht möglichst bergauf. Genau, und wenn Sie jetzt sagen, was Sie ja gerade in Ihrer Eingangsfrage gestellt haben, na dann, also Umwelt sind sich alle einig. Es ist ja extrem schwer zu messen. Also was ist jetzt Umwelt? Flächenverbrauch messen Sie anders als CO2-Emissionen, messen Sie anders als Verschmutzung von Gewässern und messen Sie wiederum anders als Ressourcenverbrauch. Ja? Das heißt, man muss sich auch hier einigen und, oder verständigen auf, was ist jetzt die größte quasi Herausforderung. Und da spielt das, was Herr Bragmann ganz kurz angedeutet hat, internationale Vergleichbarkeit durchaus eine Rolle. Ja, das ist, ja, geht auch um die Frage ein bisschen, wie stelle ich mich oder wie bewerte ich auch, was in anderen Ländern gemessen wird. Das, also aus jetzt grüner Sicht, aber da ist die Debatte in der Enquete noch sehr offen, ist wahrscheinlich CO2 oder ökologischer Fußabdruck, weil es es als Indikator schon gibt, oder ein Indikator der Ressourcenverbrauch bzw. Entkopplung des Ressourcenverbrauchs von Wirtschaftswachstum darstellt. Das sind die, die im ökologischen Bereich am ehesten aus unserer Sicht präferiert werden. Im Sozialen können Sie Einkommensverteilung nehmen. Wie entwickelt sich höchstes, also die hohen 20% der Einkommen zu den unteren 20% der Einkommen? Aber das ist alles noch sehr diffizil. Ich meine, die Projektgruppe, die im Rahmen der Enquete diese Indikatoren definiert, das ist die einzige Projektgruppe, die über den ganzen Zeitraum der Enquete arbeiten wird, weil die 2,5 Jahre brauchen, um am Ende was vorzuschlagen. Wenn man da mal kurz so macht und man hätte das, dann wären wir relativ weit. Aber mein Eindruck ist, dass wir uns in ein Set bewegen, wo ökologische, ökonomische, soziale Dimension gemessen wird. Wie das dann im Einzelnen ausgestaltet ist, ist noch relativ offen. Vielleicht nur das als letzte Frage an Sie kurz, bevor wir dann auch gleich, Herr Zieschank hat nochmal die Möglichkeit, was zu sagen, und dann gehen wir auch in die Publikumsfragen über. Aber wie bewerten Sie die Erfolgsaussichten, dass man sich tatsächlich in der Enquete darauf verständigt, dann einen alternativen Indikator zu finden? Also das Schöne an dieser Enquete ist, dass ich die Erfolgsaussichten für die Indikatorenprojektgruppe gut finde. Ich bin mir sicher, dass man sich da einigen wird. Das wollen auch alle. Und es liegt daran, weil da noch nichts politisch abgeleitet wird. Ja, da wird gemessen. Der Streit wird dann an dem Punkt ansetzen, was machen wir jetzt aus den Messergebnissen? Und das ist eine andere Projektgruppe. Das ist auch eine ganz große Aufgabe dieser Enquete. Aber da findet der Streit statt. Er findet nicht in der Frage der Indikatoren statt. Die werden sich einigen. Herr Zieschank, Sie wollten noch etwas ergänzen. Ja, vielleicht dann einfach nochmal ganz kurz vielleicht den Hintergrund auch, warum es aus jetzt nicht nur aus Sicht vielleicht der Enquete-Kommission, sondern es gibt ja auch noch andere Akteure da in diesem Bereich, wie die OECD oder eben auch die EU-Kommission, die ja auch zumindest 2007 eine große Konferenz gemacht hat, Beyond GDP. Wenn man eben diesen Nachhaltigkeitskontext sich nochmal vergegenwärtigt, dann wäre es doch durchaus eben auch denkbar, dass man sagt, wir versuchen auf der Ebene, wie das Bruttoinlandsprodukt argumentiert, hier eine Alternative, also eine jetzt eben auf dieser monetären Ebene mal einzuführen, weil dann sieht man diesen unterschiedlichen Kurvenverlauf. Das zwischen eben dem, was ich vorher dargelegt habe, wo die Defizite eben des BIP liegen und einem anderen Index. Und das kann man eigentlich nur sehen an so einem Beispiel, wenn man eben auch auf der monetären Ebene ist. Und das ist auch nur so kommunizierbar. Also Sie sind ja auch Journalistin und in der Regel fragen die Journalisten nach einer aggregierten Aussage. Das ändert nichts daran, dass man diese einzelnen Bestandteile, beispielsweise bei uns auch in diesem nationalen Wohlfahrtsindex, noch als Kurve sich anschauen kann. Wer das haben möchte, so im Sinne einer Informationspyramide. Also diese Informationen, die der Herr Bragmann auch sucht, sind im Prinzip auch verfügbar. Aber um die Diskussion darüber haben zu können, welche Art von wirtschaftlicher Entwicklung wollen wir haben, welche Art von qualitativem Wachstum möglicherweise wollen wir haben, dazu brauchen Sie schon eine aggregierte Kennziffer. Und dann würde ich Ihnen schon zustimmen, dass man sagt, gut, aber da ist man auf einer anderen Ebene, und da sagen vielleicht die Indikatorenexperten, auf einer der physischen Messungen, ja, von CO2 oder eben von beispielsweise Wasserqualität. Da haben Sie ganz andere Einheiten, mit denen Sie dann quasi die Umweltqualität beschreiben. Aber das können Sie dann nicht mehr aggregieren. Dann haben Sie dann viele einzelne Indizes, die die Umwelt beschreiben oder auch im Sozialbereich. Das ist dann ähnlich. Und dann hat man das Problem, obwohl ich Ihnen zustimme, dass man überschaubare Set braucht, aber wenn Sie es zu sehr ausweiten, ist es nicht mehr handhabbar für einen Großteil, sage ich auch mal so, der Entscheidungsträger. Und
bin ja seit langem in der Indikatorenforschung tätig. Also man muss schon eine überschaubare Set eben haben, dass es eben quasi diesen Einfluss eben auch gewinnt auf politische Entscheidungsträger, wie es eben im Bereich des BIP eben immer noch, ob man es so anders sieht, wie Sie sehen, oder auch das Statistische Bundesamt, ja, wo man die Grenzen eher sieht. Aber faktisch hat es in der Politik einen richtig großen Stellenwert. Und Sie sehen es ja wieder in Cannes gestern. Es geht um Wachstum, es geht in China um Wachstum, es geht in Russland um Wachstum. Und wir werden mit einer Vielzahl an einzelnen Indikatoren diese Diskussion nicht aufbrechen können. Vielleicht machen wir jetzt tatsächlich hier an der Stelle einen Punkt auf dem Podium. Ich möchte nämlich Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen, die sich vielleicht im Laufe der Diskussion bei Ihnen aufgeworfen haben. Vielleicht machen Sie ein kurzes Handzeichen und dann kriegen Sie ein Mikro. Ja, Herr Tischak, Sie haben ja gesagt, der Ressourcenverbrauch würde gar nicht eingehen ins BIP. Also ich würde sagen, die Aussage ist teilweise richtig, weil wenn Sie zum Beispiel Öl fördern, dann gibt es ja Förderkosten, die ins BIP eingehen. Wenn Sie das Öl an der Tankstelle verkaufen, geht ja auch irgendwie was ein oder das Öl transportieren. Und zum Schluss wird das Öl dann oder das Benzin im Motor umgewandelt, auch teilweise in CO2, der also und dann wieder nicht ins BIP geht, weil er dann in die Atmosphäre geht. Können Sie das noch genauer erklären? Ja, ich kann kurz was zu sagen, da habe ich mich jetzt vielleicht wirklich nicht ganz deutlich genug ausgedrückt. Nehmen Sie einfach mal den Vergleich mit einem Unternehmen, das Erze abbaut. Da hätten Sie dann praktisch die Gewinne durch die Extraktion in einem Jahr und man würde aber die Bestände entsprechend abschreiben. Und so ist es bei uns eigentlich nicht. Die Umwelt ist in weiten Bereichen noch kostenlos, die Ökosysteme sind kostenlos. Und der Abbau, die Degradierung, wenn man so möchte, jetzt sei es mal bei Fischbeständen, wo es auch deutlich ist, aber eben auch bei der Leistungsfähigkeit von Ökosystemen, Grundwasserreinigung zum Beispiel, das geht nicht ein. Also sozusagen die Degradierung und das Verschwinden von solchen Funktionen, das wird nicht bilanziert. Und Sie sehen am Beispiel Grundwasser, das ist ein hochtechnologischer Vorgang inzwischen, das sind ganze Fabriken mit Beteiligung, Grundwasser herzustellen. Das bräuchte man nicht, wenn eben die Wasserqualität so gut wäre, dass man sie eben trinken könnte. Ja, ich würde das gerne in dem Sinne ergänzen, dass wir, wenn wir über zusätzliche Indikatoren sprechen, dann brauchen wir nicht einen zusätzlichen Indikator zum BIP, den BIP ersetzt, sondern was wir brauchen, wir brauchen eine Vermögensrechnung, weil wir nämlich Vermögen, Umwelt verbrauchen. Und das BIP berücksichtigt keine Vermögen oder keine Bestände, sondern es geht um Einkommen, laufende Einkommen. Was aber nicht daran, was das Problem nicht löst, weil wir müssen tatsächlich den Umweltverbrauch eben berechnen. Das heißt, es geht aber nicht, eigentlich geht es nicht um die Diskussion BIP oder nicht, sondern was wir brauchen, ist eine Umweltbilanz, wo man dann deutlich macht, was ist in diesem Bereich, was wird verbraucht und welche Kosten entstehen dadurch. Genauso wie wir eben möglicherweise eine Vermögensbilanz brauchen, wenn wir uns um Verteilungsfragen unterhalten. Was eben diese zusätzlichen Indikatoren oder weitergehenden Indikatoren anbelangt, es gibt halt eben auch das Problem, dass die sind ja auch nicht perfekt. Das würde Čičak auch nie sagen, dass er perfekt ist. Er hat genauso seine Schwächen wie das BIP. Zum Beispiel, wenn da reinkommt, nicht über Markt bezahlte Wertschöpfung, Hausarbeit, Ehrenamt. Es fließt, aber es ist eine qualitative Sache, die dann aber trotzdem quantitativ irgendwie umgesetzt wird. Wie wird es bewertet? Zu welchen Preisen? Hängt davon ab, wie stark möglicherweise dieser Indikator steigt. Da sind soziale Indikatoren drin, Gesundheit, Ausgaben für Gesundheit und Bildung. Warum nicht für Kultur? Das sind alles solche Fragen. Also das heißt, auch die Höhe und die Entwicklung hängt von der Kreativität dessen ab, wer den Indikator entwickelt. Das ist beim BIP eben anders. Und von den Wertvorstellungen, genau, wie wird es gewichtet? Ja. Das sind diese ganzen Fragen. Wir hatten dort eine Frage, genau, das Mikro ist schon da. Die Frage, Herr Tischak hat Ihnen sein NDI vorgestellt. Gibt es schon noch andere Favoriten in diesen Indizierennen, die vielleicht schon berechnet sind, also die schon
so weit sind, dass man damit schon arbeiten kann, die vielleicht sogar schon rückblickend Vergleiche möglich machen und vielleicht auch ergänzend vielleicht in Deutschland sogar Bundesländervergleiche möglich machen. Also einfach an die Runde die Frage, haben Sie schon Favoriten von Indizes, die da schon vorgeschlagen wurden, oder ist das alles noch so unausgegoren, dass es noch gar nicht praktikabel ist? Ja, danke, Herr Zieschank. Ich glaube, Sie haben ganz praktische Erfahrungen in Schleswig-Holstein beispielsweise da mitgemacht. Vielleicht können Sie darauf eingehen. Ja, insofern allerdings muss man sagen, das Beispiel Schleswig-Holstein ist hauptsächlich von einem Kollegen, der mit einer Entwicklung beteiligt war, dem Professor Diefenbacher von der Evangelischen Studienstelle in Heidelberg gemacht worden und auch noch von einem ökonomischen Institut. Es ist schon so, dass es empirische Beispiele ja gibt. Also dieser Wohlfahrtsindex ist im Auftrag des Umweltbundesamtes und des Umweltministeriums mal als Pilotprojekt mal entwickelt worden, und wir haben schon Zeitreihen von 1990 eben dann bis jetzt. Also insofern ist es ein empirisches Beispiel, und Schleswig-Holstein hat es eben auch erkannt und hat es dann in Auftrag gegeben, um mal zu sehen, wie sieht es dann in Schleswig-Holstein aus. Und da war es in der Tat in ein, zwei Beispielen eben so, dass dort die Einkommensunterschiede geringer sind und eben insgesamt auch die Umweltqualität höher, beziehungsweise eben die Umweltbelastungen geringer, und dadurch hat sich da eher ein positiver Effekt jetzt dargestellt. Ja, also es gibt ja, die sind ja auch aus der Presse bekannt, die Indikatoren, das Wohlstandsquartett, Wohlstandsquintett, der Fortschrittsindikator aus Frankfurt und jetzt ganz brandaktuell der Glücksatlas von Professor Raffelhüschen mit subjektiven Bewertungen. Das ist ja häufig, wird ja häufig vergessen, dass Zufriedenheit ja auch einen subjektiven Aspekt hat. Das gibt es alles. Ich würde gerne nochmal auf die Aussage von Herrn Scheremetz zurückkommen, der ja gefordert hat, wir brauchen Vermögensbilanzen. Nun wissen wir seit einer Woche spätestens, dass das mit den Bilanzen nicht so einfach ist und dass man sich schnell mal um 55 Milliarden verhauen kann. Das ist sozusagen aus statistischer Sicht, ist das sozusagen symptomatisch für Vermögensbilanzen. Es ist extrem schwierig, das Vermögen zu bewerten. Wir haben uns vor 12 Jahren eine Wohnung gekauft. Ich weiß genau, was sie vor 12 Jahren gekostet hat. Ich wüsste nicht, was sie heute kostet. Und so wird es vielen gehen. Weiß jemand, der ein Auto fährt, was das Auto heute noch wert ist? Man müsste gerade gegoogelt haben, dann wüsste man es noch. Vermögen, Bilanzen im Sinne von Wert, mit Werten versehen, ist extrem schwierig. Und die Frage ist, die wir uns sozusagen dabei stellen, ist, sollte man nicht lieber auf physischen Indikatoren und zu gucken, wie verändert sich die Situation? Haben wir sozusagen weniger CO2-Emissionen oder mehr CO2-Emissionen? Verbrauchen wir weniger Landschaft? Wie sieht unsere Biodiversität aus? Gibt es mehr oder weniger? Das stellt sich als Grundfrage. Ich denke, wir Statistiker würden dazu tendieren, eher in diese Richtung zu gehen. Auch Herr Stieglitz, der ja schon zitiert wurde, empfiehlt eindeutig, dass man auf physische Größen zurückgreift, weil einfach diese Bewertungsfragen nicht geklärt sind. Und ich sage das nicht, weil ich sozusagen böswillig bin, sondern weil wir einfach eine böse Erfahrung gemacht haben. 1988, nach dem Bericht der Brundtland-Kommission, hat das Statistische Bundesamt, der Präsident des Statistischen Bundesamts, hat verkündet, jetzt rechnen wir das Ökosozialprodukt. Man hat ungefähr 12 Jahre dran rumgerechnet, man hat es ordentlich mit Ressourcen versorgt, man hat sehr gute Leute reingepackt. Der damalige Leiter, der es gemacht hat, ist jetzt der Chefstatistiker der Europäischen Union. Und nach 12 Jahren, und man hatte eine wissenschaftliche Begleitung, und nach 12 Jahren hat man festgestellt, dass mit der Bewertung funktioniert nicht. Wir kriegen es nicht hin. Der Bericht damals war vom Umweltminister Jürgen Trittin unterschrieben, in dem das festgestellt wurde. Wir haben gesagt, und die Alternative, die man vorgeschlagen hat, wir berechnen ein System, das uns die Veränderungen zeigt. Keine so ermutigenden Nachrichten, aber Sie wollten noch was ergänzen. Ja, ich denke, zum Glück ist ja die, sage ich mal so, vielleicht auch Forschung nicht ganz stehen geblieben. Also ich kenne die Problematik um dieses Ökosozialprodukt, und ich würde Ihnen auch zustimmen, dass zuallererst die physischen Kenngrößen, also haben wir weniger Emissionen, haben wir weniger Abfall, welche Ziele sind auch erreicht worden im Umweltbereich, dass wir die quasi als Grundlage schon nehmen. Trotzdem, es gibt eine Reihe an Bemühungen, und sehr bekannt ist ja auch jetzt geworden diese Studie von Pawan Sukhdev, der im Auftrag der UNEP eben mal versucht hat, eine Schätzung vorzunehmen, was sind die Leistungsfähigkeiten von Ökosystemen.
Die Bewertungsfragen sind, glaube ich, alle sehr bekannt, aber es gibt auch intensive Diskussionen, wie man mit dieser sozusagen subjektiven Einschätzung umgeht. Und dazu gehört Transparenz beispielsweise. Auch bei uns jetzt zum Beispiel, nehmen wir nur mal das Beispiel eben ehrenamtliche Arbeit oder so. Man kann verschiedene Ansätze nehmen, aber man würde dann vielleicht bei Haushalt eben eine ungelernte Fachkraft mal als Grundlage nehmen, weil wir immer auf der konservativen Seite sind. Also wir nehmen nicht die teuren Kosten, wie es irgendwie ein Professor hätte, wenn er beispielsweise Hausarbeit durchführen würde, sondern eben, wenn Sie jemand einstellen, der eben als ungelernte Fachkraft Ihnen hilft. Also diese Bilanzierungsprobleme sind bekannt, die Bewertungsprobleme sind bekannt. Die Frage ist nur, ob wir sagen, wenn sie schwierig sind, dann stellen wir uns denen nicht. Und insofern bin ich d'accord mit Herrn Brackmann, wir müssen sehen, wie verändern sich zentrale Umweltkenngrößen. Gerade das kann CO2 sein, das kann aber auch die Qualität beispielsweise der Nord- und Ostsee sein, weil sich dort alles summiert, ja? Also solche aggregierte Kenngrößen. Und dann stellt sich aber trotzdem die Frage, brauchen wir nicht für ein Umsteuern im Bereich der Wirtschaft vielleicht eben eine Einschätzung, zumindest eine Einschätzung dieser Begleitkosten, die eben entstehen. Weil auf diese Weise kommt, wenn man so will, jetzt vielleicht eine Art von Abschätzung oder von Gewichtung in die Industriepolitik, auch in die staatliche Politik der Wachstumsförderung, wenn man denn nun schon so etwas auflegen will, welche Bereiche, ja, um diese 1,5% zu halten vielleicht, ja, nur, welche Bereiche haben eben möglichst hohe oder welche Bereiche haben möglichst hohe Effekte, positive Effekte für die Umwelt oder auch positive Begleiteffekte für soziale Ziele? Und das können Sie sonst nur schwieriger beantworten. Also es ist einfach noch eine Brücke, zwar eine behelfsmäßige, aber eben eine, über die man zumindest jetzt seit dieser UNEP-Studie doch auch international diskutiert. Wir wollen wieder dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Da war eine Frage bei dem Herrn. Ich würde mich sonst vorher auch noch einreihen wollen, weil ich auch eine Frage hätte. Wir haben die Diskussion jetzt sehr auf den deutschen Kontext. Mich würde mal interessieren, das kommt dann ja ganz schnell auf, es taucht immer auf, es soll ja auch immer eine Vergleichbarkeit zu anderen Staaten geben, möglichst gleich weltweit. Inwiefern gibt es denn diese Diskussion, die wir hier führen, schon mindestens mal auf der europäischen Ebene, wenn nicht sogar weiter? Wie und wo finden die das statt? Also wie ist das im politischen Rahmen? Wie ist das, keine Ahnung, wie das heißt, im Zusammenschluss der statistischen Staatsämter oder was auch immer? Wie ist das an Herrn Schirmet auch gefragt bei Zusammenkünften der Wirtschaftsministerien und so weiter? Also ist das da auch schon Thema oder sind wir da gerade so ein bisschen eher die Vordenker oder wir hatten es am Anfang mal, ist da Deutschland der Staat, der da ein bisschen gerade die Blaupause druckt und soll ich sofort weitergeben? Oder? Ich würde sagen, wir beantworten erstmal die Frage und dann gerne sofort weiter. Also wir haben Sie im Blick. Vielleicht, Herr Brackmann, beginnen Sie, die Vereinigten Statistiker, machen die sich weltweit Gedanken darüber? Ja, weltweit ist natürlich immer relativ, aber Sie machen sich relativ weit Gedanken darüber. Statistisch gesehen. Statistisch gesehen, und zwar, ich hatte es vorhin erwähnt, im Rahmen der OECD, die ja schon seit vielen Jahren, seit fast 10 Jahren an diesem Projekt forschen. Es läuft unter dem Titel Progress of Societies und die haben jetzt vor 3 Wochen ein Indikatoren-Set auf den Tisch gelegt, wo die einzelnen Indikatoren für einzelne Länder geprüft werden und wo man genau sehen kann, was passiert, was kann man überhaupt statistisch machen. Das ist auch eine Frage des Handwerks. Was kann man machen? Also die sind sehr weit, sie werden weiter auch weitermachen. Gleichzeitig sollte man sagen, Sie hatten gesagt, die politische Ebene ist natürlich auch sozusagen aktiv dabei. Der Auftrag hat den deutschen und französischen Sachverständigenrat, kam von niemand anders als von Herrn Sarkozy und Frau Merkel. Der G20-Gipfel in Pittsburgh hat sich damit beschäftigt, also auch auf der politischen Ebene ist es weit oben auf der Agenda. In Europa ebenso. Also es gibt eine große, es nennt sich etwas umständlich Sponsorship-Gruppe, das sind die Statistikchefs, die da drin sitzen, also das heißt, es ist nicht mehr die rein technische Ebene, wo man darüber diskutiert, muss man den Indikator oder den Indikator in dieser Weise behandeln, sondern es sind die Statistikchefs, die mit einem gewissen Weitblick daran gehen und versuchen auch da ein gemeinsames Konzept zu haben, denn letztendlich, und ich denke auch, dass man muss auch sehen, wenn ein Land was macht, ob es dann nicht im Wettbewerb hinten runterfällt, man muss es dann sozusagen vergleichbar machen, möglichst international. Und das ist sozusagen auch ein bisschen, was mir Hoffnung gibt, dass wir in der Vergleichbarkeit hingehen, denn auch die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und das BIP kamen von oben runter. Bevor es irgendjemand gerechnet hat, gab es eine internationale Methodik und dann fingen die Leute an zu rechnen. Es könnte vielleicht genau so ähnlich funktionieren.
Frau Andreda, vielleicht nochmal angeschlossen die Frage an Sie. Sie erwähnten es gerade, Herr Brachmann sagte es gerade, die Stieglitz-Kommission ist ja tatsächlich von Frau Merkel und Herrn Sarkozy zufälligerweise nach der ersten Finanzkrise eingerichtet worden. Jetzt ist darüber nicht mehr allzu viel zu hören. Könnte denn möglicherweise die Tatsache, oder wenn es Finanzkrisen gibt, ist das Wachstum in der Regel nicht ganz so gut. Wir sind in Deutschland im Moment noch ganz gut dabei. Aber könnte das auch eine Chance sein, um diese anderen Indikatoren, das eben weltweit, auch zu finden und zu fördern, also die Suche danach zu fördern. Wir haben ja gelernt, dass es sehr schwierig ist, überhaupt so einen Indikator zu finden. Aber könnte das tatsächlich das Ganze vielleicht ein bisschen beschleunigen oder ist das zu optimistisch? Also die politische Halbwertszeit der Erkenntnis, dass das weiter so nicht funktioniert, war ja relativ kurz. Also wir hatten die Finanzkrise, wir hatten dann große Regierungserklärungen in Deutschland und in Frankreich mit einer sehr kritisch nachdenklichen Kanzlerin, die tatsächlich auch die Frage gestellt hat, unsere Wachstumsorientierung und unsere Abhängigkeit von dem Wachstum ist ja durchaus ein Problem. Aber politische Halbwertszeit deswegen, weil wir jetzt in der Eurokrise sind und die Debatte absolut darum geht, wie wir die Wachstumschancen in den Ländern stärken können, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit in den Ländern stärken können. Also insofern ist dieses Thema immer sehr konjunkturell bedingt. Ich habe noch eine zweite Sorge und das kam ja gerade, wo Sie es, Herr Brachmann, gesagt haben, nochmal wirklich sehr klar. Wenn wir die Debatte lassen auf der Ebene der Indikatoren, dann sind wir nicht schnell genug. Also die Frage, um die es derzeit geht, ist nicht mehr nur Messung, sondern die Frage ist auch politisches Handeln. Und ich meine, wir haben eine Bundesregierung, die hat uns vor 2,5 Jahren ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz präsentiert. Die arbeitet gerade an einem Wachstumserhaltungsgesetz. Vermutlich gibt es demnächst ein Wachstumsförderungsgesetz. Also das Denken, wir müssten vielleicht doch auch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und vielleicht mal rechts und links davon schauen, das ist ja nun nicht arg da wiedergespiegelt. Also insofern, das Ganze hatte eine politisch kurze Halbwertszeit. Die internationale Arbeit ist da sehr weit, aber sie darf eben nicht im statistischen Kontext sich bewegen, sondern sie muss in politisches Handeln umgemünzt sein. Ich würde jetzt gerne dem Herrn aus dem Publikum noch die Möglichkeit geben, die Frage zu stellen, die ihn schon so lange auf den Nagel brennt. Ja, also ich hatte nur eine Frage, die, das habe ich vielleicht auch nicht ganz verstanden, so aus dem Kontext raus, in der Enquete-Kommission, an was für Faktoren denken Sie denn jetzt da wirklich in diesem Wohlfahrtsindex? Also mir war klar, wir haben irgendwie, das BIP kommt irgendwie mit rein, also irgendwie, klar geht es um Wirtschaft und es geht auch irgendwie um die Natur, also quasi um die Ressourcen, die wir verbrauchen oder auch nicht, und ich meine jetzt nicht auf der Ebene von einzelnen Einheiten, sondern einfach so, was für Faktoren kommen denn da ungefähr mit rein, einfach so. Herr Brachmann, könnten Sie das beantworten? Ja, genau. Was natürlich letztendlich reinkommt, weiß man nicht. Das ist ein Diskussionsprozess. Was sozusagen als Input reingegangen ist, kann man relativ genau sagen, denn der Einsetzungsbeschluss hat nicht nur die 5 Grobaufträge sozusagen, enthält nicht nur die Grobaufträge, sondern hat auch nochmal für jede Projektgruppe nochmal Details erwähnt. Und was man hier beachten oder einbeziehen soll bei der Entwicklung eines möglichen ganzheitlichen Fortschrittsindikators, ist zum Beispiel der materielle Lebensstandard, das wäre sozusagen das Einkommen, wenn man es grob haben will, aber auch Zugang und Qualität von Arbeit. Ich denke, das ist für viele ein zentraler Punkt, denn wir alle verbringen ungefähr 8 Stunden am Tag an der Arbeitsstelle. Die Verteilungsfrage soll mit einfließen, die Umweltfrage soll mit einfließen, Bildungschancen, Bildungsniveaus sollen mit einfließen, Gesundheit, Lebenserwartung und auch subjektive Eindrücke, wie Menschen ihre Situation einschätzen. Also es ist ein bunter, bunter Fächer und wie man das zusammenbringen will, wird, glaube ich, eine sehr spannende und aber auch eine sehr zeitraubende Aufgabe noch sein, die einiges an Diskussionen erfordern wird. Gibt es darüber hinaus Fragen aus dem Publikum? Da kommt noch eine Frage dort. Ja, nur noch mal auch die Anmerkung, dass ich es sehr wichtig finde, dass einerseits, ich fand es auch schön, dass das genannt wurde, wir leben über unsere Verhältnisse, dass wir das uns immer wieder vor Augen führen müssen. Und gestern war das auch der Verweis auf den Overshoot Day. Das heißt, aktuell, wir können es uns nicht leisten, die Wirtschaftsaktivität zu steigern.
weil in einer nicht entkoppelten Situation heißt jegliches mehr an Wirtschaftsaktivität, mehr Verbrauch, mehr Schädigung. Deshalb müssen wir uns doch gerade mit dem Überwinden von Wachstumszwängen auseinandersetzen. Ein Wachstumszwang ist die Fixierung auf das BIP, aber bei der ganzen Indikatorfrage dürfen wir deshalb nicht vergessen, dass diese Gefangenheit in der Wachstumsgesellschaft die große Problematik darstellt. Und gerade dann auch wieder die soziale Frage, die glücklicherweise auch angeschnitten wurde, ist da zentral. Nämlich das Zentrale wirklich ist nicht, ich schätze, dass die Steigerung der Lebensqualität für die Leute, die hier in diesem Raum sitzen, vielleicht bei einzelnen Beispielen, aber größtenteils nicht, sondern ein gutes Leben für alle. Und das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und wir sprechen immer über ein Besser und Steigerung. Für viele geht es einfach, oder einfach grundsätzlich muss es um das Gut gehen und gerade gut im verallgemeinerten Sinne. Und da sind wir in der Pflicht. Mhm. Herr Sieschank, wie können wir dieser Herausforderung begegnen? Ich denke, ein zentraler Punkt, und das haben Sie schon angesprochen und Sie haben es ja auch angedeutet, ist schon eine sehr enge Verknüpfung, quasi so wie man denkt und wie man seine Informationen verarbeitet und eben wirklich den realen ökonomischen Prozessen. Insofern würde ich jetzt nicht ganz Ihnen beipflichten, dass Sie sagen, ja, diese Messungen sind irgendwie so ein Raum für sich, sondern die sind natürlich ganz, ganz eng gekoppelt. Wenn Sie tagtäglich die Zeitung aufschlagen oder die Fernsehberichte sehen, dann sehen Sie, dass diese Messsysteme quasi den, ich nenne es mal so in Altdeutsch, ja, den Überbau eben bestimmen. Also diese Wachstumsorientierung, die Sie auch angesprochen haben, finden Sie eben entsprechend in diesem Begriff des BIP eben noch. Ob wir das gut finden oder nicht, das bin ich völlig d'accord mit Ihnen. Ja. Wir kennen die Grenzen, aber die Thematik als solche taucht eben massiv auf und insofern ist es eben quasi eine harte Entsprechung zwischen diesem Festhalten am BIP und den darunterliegenden Wachstumskräften und Dynamiken. Also es gibt eine ganz enge Kopplung, wenn man so will, jetzt hier zwischen Basis und Überbau, zwischen dem Denken in diesen Begriffen und den politischen Schlussfolgerungen daraus. Und insofern wiederum stellt sich die Frage, ob man mit einer veränderten Einschätzung eben auch veränderten Kenngrößen, veränderten Zielen nach und nach auch versucht, eben diese zugrunde liegenden Wachstumstreiber oder Wachstumsdynamiken ein Stück weit mehr ins Visier zu holen und eben zu thematisieren, was wollen wir eigentlich für eine Art von Wachstum haben. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, es kann eben ganz unterschiedlich aussehen, ob Sie beispielsweise eben mehr investieren in den Bereich eben auch einer Wirtschaft, die vielleicht mehr, ja, Heinrich Böll Stiftung hat das auch mal Care-Ökonomie genannt, also eine Ökonomie, die eben sehr stark mit persönlichen Beziehungen zu tun hat, die sich sowieso ergibt über die demografische Entwicklung und wo es darum geht, vielleicht da direkt die Lebensqualität im medizinischen oder im sozialen Bereich dann zu steigern. Das sind dann die eigentlichen Fragen, zu denen wir dann kommen. Was wollen wir für eine Qualität der wirtschaftlichen Entwicklung haben und für welche Bedürfnisse dann und für welche Ziele sollen die dann eingesetzt werden? Bisher geht es nur um die Steigerung des Umsatzes und jetzt kommt die Sinnfrage, die Sie auch gestellt haben. Ich glaube, wir haben viel über das BIP gesprochen. Mehr oder weniger klar wird in der Diskussion, dass das BIP schon als Größe sich bewährt hat, aber es vielleicht ganz gut wäre, tatsächlich daneben was zu stellen. Es geht nicht darum, im Wesentlichen das BIP abzuschaffen, sondern daneben einen Indikator zu stellen. Vielleicht abschließend noch an Sie die Frage, Herr Schermitt, wie dringend wartet man im Bundeswirtschaftsministerium auf einen solchen alternativen Index? Wir sind schon darin interessiert, dass es durchaus solche alternativen Indizes gibt. Sie müssen natürlich dann entsprechend konstruiert sein. Sie müssen das abbilden, was sie abbilden sollen. Man darf nicht mehr in sie hinein interpretieren, als sie tatsächlich zeigen können. Ich denke, es ist schon unbestritten, dass wir ein qualitativ anderes Wachstum brauchen, als in den 50er Jahren Umwelt noch relativ viel zur Verfügung stand, das Einkommen niedrig war. Dann stand der Wachstumsbegriff viel mehr im Zusammenhang mit Wachstum von Einkommen, von Konsum. Das hat sich geändert und das ist richtig. Im Wirtschaftsministerium sehen wir das durchaus so, dass Umweltverbrauch mehr und mehr ein Kostenfaktor wird. Das heißt, wir können nicht zulasten der Umwelt
produzieren, weil es irgendwann auf uns zurückschlägt. Und dann sind die Kosten möglicherweise teurer, als wenn wir, wenn wir was heute sehen. Auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass die Unternehmen, insbesondere kleine Unternehmen, Haushalte, diese Anpassungen auch leisten können. Man kann sie auch nicht überfordern, weil dann gehen sie pleite und die Leute sind arbeitslos. Also wir stehen da schon in so einem Zwiespalt drin. Das heißt aber nicht, dass man nicht zusätzliche Indikatorensysteme aufbaut, um das, diesen Ressourcenverbrauch, diese zusätzlichen Fragen, gut, im Wirtschaftsministerium stellen wir uns jetzt nicht so der Frage, steht die Frage der Verteilung nicht so im Vordergrund, aber die Frage des Ressourcenverbrauchs der Umwelt schon. Das ist schon eine zentrale Frage und es ist international wird es sehr, sehr stark diskutiert. OECD, ein Zentrum Green Growth, grünes Wachstum, das ist auch ein wichtiger Punkt auf europäischer Ebene. Wobei, möchte ich noch Frau Andrea widersprechen, die reine Suche nach Statistik nicht politikfrei ist. Weil die einzelnen Mitgliedstaaten sich die Indikatoren zum Beispiel, die diskutiert werden, sehr genau anschauen, ob sie jeweils individuell da ganz gut abschneiden. Und das heißt, die Wahl der Statistik, des Indikators, hat schon eine politische Implikation. Und deswegen macht das die Diskussion auf der europäischen Ebene aber auch so schwierig. Zum Beispiel Polen ist ein interessantes Beispiel. Polen hat sehr, sehr starke Anreize, dahin zu kommen, wo wir schon sind. Da spielen Umweltfragen noch eine geringere Rolle. Und deswegen sind die bei manchen Fragen sehr, sehr viel zögerlicher als wir. Und gucken sich sehr genau an, welche Statistiken, wo sieht es denn da für sie besonders schlecht aus, wo sieht es besser aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in der Enquete-Kommission auch so ist. Also die Frage der Wahl des Indikators ist oder sollte zumindest nicht unabhängig davon sein, was politisch impliziert ist. Eigentlich sollte es genau andersrum sein. Was wollen wir eigentlich politisch erreichen, um dann einen Indikator zu gucken? Aber die Wahl des Indikators dürfte im politischen Prozess nicht ganz unabhängig sein, sondern schon bei der Auswahl des Indikators geht es eigentlich um politische Fragen. Frau Andreda, vielleicht nochmal klarstellend oder erklärend, wie stark lässt sich das tatsächlich abkoppeln, auch in der Diskussion ganz konkret in der Enquete-Kommission? Also, dass die Wahl des Indikators sehr, sehr wichtig ist, weil wir die Vergleichbarkeit haben, weil wir dann politische Implikationen haben, da bin ich völlig einig. Ich will die Arbeit auch in keinster Weise schmälern. Also wenn ich so verstanden bin, sowohl was Herr Zieschank macht, als auch was die Projektgruppe macht oder was international da getätigt wird, das ist unheimlich wichtig. Meine Sorge ist, dass wir uns sehr lange damit aufhalten, beziehungsweise dann auch zufrieden sind, wenn wir das Ergebnis haben und das politische Handeln daraus nach sich zieht. Weil ich möchte mal an einem Beispiel festmachen. Wir haben ja, es ist ja noch nicht so, dass wir Umweltverbrauch zum Beispiel noch nicht messen können. Ja, wir wissen, CO2-Belastungen können wir ganz klar messen. Das ist eine physische Einheit, können wir jedes Jahr messen. Wir haben tatsächlich ja die Diskussion in Deutschland, naja, Deutschland emittiert doch viel weniger CO2 als zum Beispiel China. Und deswegen sind wir bei Debatten im internationalen Kontext, geben wir uns jetzt scharfe Klimaschutzziele, immer auch restriktiv, weil wir sagen, naja, jetzt müssen die anderen mal. Wenn wir uns darauf einigen würden zu sagen, wir messen mal CO2 pro Kopf, kommen wir an eine völlig andere Diskussion. Weil CO2 pro Kopf in Industrienationen ist ganz anders als CO2 pro Land im Vergleich zu den Schwellenländern. Also CO2 in China pro Kopf, da sind wir viel, viel weiter. Ja. Und deswegen haben Sie recht, also wenn wir uns auf Messeinheiten einigen, die tatsächlich dann da auch dazu führen, dass es eine Verbesserung gibt, da bin ich einverstanden. Es gibt aber schon sehr viel und wir könnten auch schon sehr viel tun. Und jetzt noch an das Wirtschaftsministerium gerichtet, das ist jetzt natürlich nicht an Sie persönlich, aber das Wirtschaftsministerium ist ja nicht gerade Treiber bei der Frage Umbau im Hinblick auf Ökologisierung der Wirtschaft, das ein ganz zentrales Element ist, wenn ich sage, ich will Umweltverbrauch eindämmen, ich will Entkopplung von Ressourcenverbrauch. Da ist jetzt das Wirtschaftsministerium nicht gerade quasi vorangegangen, um es mal vorsichtig zu sagen. Also insofern, da ist unheimlich viel zu tun, da brauchen wir die Indizes zu, aber da brauchen wir vor allem Politik dazu. In diesem Sinne hoffen wir darauf, dass die Diskussion um den Indikator möglicherweise auch dazu führt, die Gewichte von Politik oder politischen Entscheidungen auch anders zu lenken.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen danken hier auf dem Podium für eine Diskussion, die uns hoffentlich weitergebracht hat, was die Frage des BIPs anbelangt. Ich möchte Ihnen noch einen Hinweis mit auf den Weg geben. Ab nächster Woche werden alle Unterlagen, die hier im Laufe dieser zwei Tage dieses Symposiums erstellt wurden, beziehungsweise die Diskussionen, die geführt wurden, im Netz auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung zu finden sein. Und auch Ihnen möchte ich danken für Ihr Interesse. Danke.